Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Marvel's Avengers. Auch hier wieder, diesmal mit Gott sei Dank mit Ton. Wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal vielmals für das, dass ich bei der ersten Folge, also bei der einen Folge, keinen Ton hatte. Aber wo geht's hier weiter? Das Skandinavische müssen wir ja noch machen. Genau, das war mit Thor. Dann machen wir das jetzt gerade mal. Dann müssen wir noch das in der Stadt machen. Shield hat ein bizarres Gespräch auf einer alten AIM-Frequenz abgefangen. Ich habe viel gesehen, was Sterblichen bizarr vorkäme. Hören Sie selbst. Der Prototyp ist fertig, Herr. Das hast du gut gemacht, Dienerin. Das ist meine Stimme. Versammle die Erweckten, auf dass wir beginnen. Was ist das für ein Betrug? Jarvis, was kannst du uns sagen? Nur, dass dieser Funkverkehr in Skandinavien stattfand. Ich weiß nichts über diese Erweckten. Darauf muss reagiert werden. Wir brechen sofort auf. Und los geht's. Die Erweckten. Naja, bin ich mal gespannt. Mission starten. Ich darf wieder Tor spielen. Wir müssen rausfinden, wer diese Erweckten sind und was ihr Prototyp macht. Und vergessen wir jenen nicht, der mich imitiert. Noch dazu schlecht. Ich fand es ziemlich gelungen. War es nicht? Also nicht schmeichelhaft? Ich denke, hier ist viel mehr im Gange als ein Identitätsdiebstahl. Die Nachricht kam aus diesem Wald. Es gibt dort eine stillgelegte AIM-Basis. Und trotzdem stehen die Gebäude noch. Das ist nicht typisch für AIM. Sie reißen immer alles ab. Das Geheimnis wird größer. Na, da bin ich immer gespannt. Ich hege den Verdacht, dass AIM den Ort nie verlassen hat. Weiß nicht. So gehen sie eigentlich nicht vor. Wie auch immer, wir müssen zum Ursprung der Nachricht. Alter, das ist ja noch ewig weit bis dorthin. Der Ausgangspunkt ist nicht weit entfernt. Was ist das? Ein krankes Denkmal zu meinen Ehren und dem Weg nach Hause. Was immer das sein mag. Okay, sehen wir es uns an. Vorsichtig. Wohin? Darunter. Eine Falle! Sieht ja, so aus. Klar. Ich scanne das Denkmal, dann wissen wir mehr. Was? Was war denn das für Scheiß? Rückt in die Flanke nur! Astart! Öffnet den Weg! Du fällst durch den Sohn Odins! Die sind übel. Kombi-Attacke! Oh, ich sollte so langsam ein bisschen Heilung holen. Heilung. Dankeschön. Okay, da drüben sind noch zwei. Ja, das Denkmal scheint auch Signale zu übertragen. Richtig. Es hat Kontakt zu einer Struktur in der Nähe, die seltsame Energiewerte abstrahlt. Dann ist die Mission klar. Dort finden wir den Betrüger und diese Maschine. Sehen wir es uns an. Es ist verschlossen, aber ich müsste die Haupttürsteuerung umgehen können. Kommen dir die Erweckten auch bekannt vor? Ja. Sie gehören zu AIM oder sind eine radikale Splittergruppe.
Alter, müsste ich jetzt noch alles absuchen. Also die Gegend ist weggeschäge gemacht. Aber hier alles durchsuchen. Die seltsamen Energiewerte werden stärker, was wahrscheinlich nicht gut ist. Verstanden. Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Ja. Wir werden triumphieren. Hat aber Ares Schildwirbel. Lass das Schild auch nicht los, irgendwie. Ich rufe den Donner! Geht doch. Warum nicht Gleise? Der Schwurzschild oder was? Geht doch. Geht doch! Hör auf zu schießen. Gibt's mit dem Hammer auf den Kopf. Oh, Cap. Okay, ich brauch definitiv ihre Leber. Komm auf, da ist. Jupp, zwar nicht viel, aber es wäre. Warum? Deine Schlacht endet hier. Andere Leben. Wo sind denn die jetzt hin? So. Hier haben wir noch ein bisschen was Lilanes. Bisschen Energiewürfe. So, wie geht's hier weiter? Wo soll denn hier eine Kiste sein? Unten drin? Ah ja. Das war ja mal cool. Oh, da ist noch ein bisschen Material, das wir mitnehmen können. Der Kult könnte irgendwie mit AIM in Verbindung stehen. So, jetzt will ich aber erst mal ein bisschen ausbilden. Das habe ich. Was macht er? Jetzt ist die Frage. Ich glaube, ich nehme das. Ich suche weit. Ich wollte doch nicht das, ich wollte das doch. Ich wollte noch Ausrüstung jucken. Das machen wir klar, Moklay. Was ist der Mjölnir? Das kann man nicht austauschen. Was haben wir hier? Da ist 11. Ich glaube, den nehmen wir. Dann machen wir die zwei klein. Zehn. Und das machen wir weg. Das machen wir 8 weg. Ich glaube, den nehme ich nochmal mit den kleinen. So, wir können doch hier. Ja, klar, da war noch mal was. Da fehlt noch. Den könnten wir noch aufwerten. Mit R. Ja, das geht doch schon mal. Zack, was können wir hier? Das können wir auch noch boosten. Sogar zweimal. Das könnten wir einmal boosten. Auch einmal. Oh, das können wir sogar zweimal, glaube ich. Jo, es ist doch schon mal besser. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu dem Punkt. AIM ist eingetroffen. Sie haben keine Chance. Ja.
So, einmal Geschütz. Zweimal Geschütz. Aua. Vorbei. In der Nähe ihrer Position steht eine Truhe mit Spezialressourcen. Einmal. Wow. Oh, vorbei. Treffer zählt. Klar, alles mitnehme. Neben oder ohne? Na komm her, du. Wo soll hier eine Truhe sein mit Spezialkrams? Warum denn hier keine Runensymbole? Au! Warum trifft er genau mich? Könntest du mal bitte gehen? Zerstört den falschen Gott! Du wagst es? Ich bin der wahre Thor. Diese Erweckten sind für Vernunft nicht zugänglich, Sir. Anscheinend nicht. Aua! Hulk Smash! Ja doch, das ist derselbe. Kann mir jemand helfen? Deine Schlacht endet hier. Alter, du beschissene Raketewerfer. Wie kriegst du? Wie viele Erweckte gibt es hier wohl? Viele, genug, denke ich. Sie sind sicher verhext. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So, das war schon mal eine Truhe. Oh, das kann man noch mitnehmen. Da ist nichts. Der Betrüger beleidigt nicht nur mich, sondern er besudelt. Da ist der Eingang. Ja. Kann ich? Okay, wir müssen einfach zum Eingang. Ah, das nehmen wir noch mit. Und hier. Man muss schnell überladen. Zack. Noch eine Falle. Die Zerstörung der Trafos in der Nähe müsste die Sicherheitssysteme umgehen und uns Zugang gewähren. Nur zu gern. Angriffsformation. Ja, komm, die Hälfte habe ich schon von dem Ding kaputt. Noch ein bisschen und kaputt. Au, die tut doch weh, wenn mir das Ding auf den Kopf dreht. Rückt in die Flanke vor. Zack. Die hat gepasst. So, dann haben wir da noch ein bisschen dagegen. Öffne den Wegfass! Oh, das war das Falsche. Ein gutes Gefühl. Okay, der ist jetzt kaputt anscheinend. Aua! Das ist Achmo hinüber. Nur noch zwei übrig. Ich glaube, die waren oben, gell? Habe ich doch richtig gesehen. Ja. Dann hauen wir mal ein bisschen dagegen. Weht, Wände! Schlag ein, Blitz! Ich werde dich holen, Betrüger. Deine Schlacht endet hier.
Die hat zum Ugret. Komm her. Unterwegs. Au. Combo Finisher. So, und jetzt klammern wir das Ding drauf. Das war der letzte. Aua! Nötige Unterstützung! Ich krieg hier ganz schön Schwierigkeiten, Leute! Jo, ich grad. Ach! Au! Kommt da auch noch einer und hilft mir ein bisschen? Danke, Romanov. Ich bin dankbar. Blöd Teleportationsviecher. Au, und wo ballert der jetzt? Wieder ein Gegner besiegt. Kriech jetzt aufs Maul. Oh ne, der ist schon kaputt. Zack. Geht doch, warum nicht Gleise? Die Tür ist offen. Wer wagt es, sich Zugang zu unserem heiligen Schrein zu verschaffen? Scharlatan. Alter. Ich bin es. Der wahre Gott des Donners. Mhm. Dann stell dich und lass mich deine Lüge enttarnen. Ah. Willkommen, Eindringlinge. Thor, das ist echt seltsam. Und ärgerlich. Stell dich im Kampf, Betrüger. Dann sehen wir, wer des Namens Thor würdig ist. Der genau. Glaube meiner Anhänger steht außer Frage. Erweckte! Hört mich an! Der falsche Gott naht! Vernichtet ihn! Vor allen Dingen falscher Gott. Ich geb dir. Ich geb dir, falscher Gott. Kämpfe, Scharlatan! Ich würde Mjölnir nicht mit deinem Blut beflecken. Stattdessen ist hier mein Ersatz dafür. Feigling, dann zerstören wir jetzt deinen Automaten und dann dich! Alter, schon wirre die blöde Geschütze. Gehst du mal... Öffnet den Tor! Dann eben so. Tut auch weh. Aua, ich brauche Lebe. Eine Ecke. Gut. Au. Ihr hattet Glück, aber unsere Spuren sind verwischt. Ihr findet uns nie. Ah, ich doch, finde mal. Du dauerst mich, Komplizin eines Betrügers. Identitätsverwechslung, okay. Ja. Damit hätte man das auch schon mal geschafft. Wir haben was Neues gekriegt. Alles okay, Großer?
Der falsche Thor schwört, seine Anhänger kämen zu ihm nach Asgard. Sollten sie wirklich einen Weg öffnen wollen, gibt es eine Katastrophe. Diese Frau, Helen Gable, sprach von Dokumenten. Ich muss sie finden.